Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Mal wieder anders betont, habt ihr gemerkt? So, Timber! Darf nicht hingucken, bringt Unglück. Klack! Timber! Zack! Nicht so richtig spannend, wa? Timber! Aber immerhin habt ihr mich, der immer Timber sagt, wenn ein Baum umfällt. Jetzt sind aber die Bäume leer, deswegen kann ich gar nicht Timber sagen. Kaktus, 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 Schmaktus. Old. Halt, stopp! Jetzt loote ich. Halt! Ey, du Typ! Gib her! Wir brauchen noch ein Minenloch. Fällt mir auch gerade nochmal wieder so ein. Oh, das wäre jetzt ein Träumchen. Wa? So ein Minenloch. Oh. Hätte jetzt Lust drauf. Kaputt, kaputt. Timber. Nervt. Huch. Daneben. Ein bisschen getrunken. Haben wir schon lange kein Bier mehr. Timber! Jetzt liegen hier gerade zwei große Schnaken um mich rum. Ich muss irgendwo ein Nest sein. Ich habe immer mal eine große Schnake. Die sind... Ja, die tun ja nichts. Ich weiß, aber ich finde die wahnsinnig eklig, weil die so groß sind. Wisst ihr, ich habe es nicht so mit Insekten. Auch Libellen, eigentlich total schöne Tiere, ne? Aber... im Fernsehen. Wenn die... dieser lange Körper... dann glänzen die so und die Augen und... Nee, Leute, lasst mal... Schnaken haben auch so einen großen Körper. Widerlich, ekelhaft. Kann es eigentlich sein, dass wir noch überhaupt keine Dings gefunden haben? Fällt mir gerade so ein. Keine. Aber es sind ja auch alles so Krüppelbäume. Guck mal, hier sind echte Bäume. Das ist auch Krüppelbaum. Ich habe einen Krüppelbaum, Krüppelbaum, Krüppelbaum. Ich habe einen Krüppelbaum. Echte Bäume satt. Ich liebe Bäume, ich liebe Bäume, ich liebe Bäume und den Krüppelbaum auch. Timber! Bisschen spät, ich weiß. Wollte ich überraschen. Überraschung! So, diesmal sage ich aber nicht Timber. Okay. Hat da. Seht ihr, ich kann mich auch ein bisschen zusammenreißen. Habt ihr nicht mitgerechnet jetzt. Zweimal am Stück überrascht. Einmal mit später Timber sagen und einmal mit gar nicht Timber sagen. Was ist denn das hier? Waren wir schon? Sehr widerlich. Ich denke, wir erkunden hier die tollsten Gegenden überhaupt. Und dann waren wir schon. Kann nicht sein, dass das hier ein bisschen die Airdrop-Gegend ist. Ist das da hinten ein Hund? Nee, ist ein Schwein. Phew. So. Was sagt denn unser Holz bis hierher? 48. Auch nicht so verkehrt. Geht schlechter. Wir hatten schon mal weniger Holz. Zum Beispiel, bevor wir losgegangen sind. Holzfällen. Oh, das ging aber schnell. Da hätte ich ja nicht mal Timber sagen können, wenn ich gewollt hätte. Wäre ich schon tot gewesen. Timber. Oh, alter Lachs. Ye olde Schwede. Timber. Oh, guck mal, ein Baum. Gucken Sie mal, ein Baum. Stirb, du Baum. Geht er down. Und lässt nicht da. Doch, jetzt. Hab's gehört. So, noch ein Baum. Immer noch ein Baum. Einer habe ich noch. Einer mit. Ich höre einen Bären wieder. Ist das ein Minenloch oder ist das wieder nur. Ich vermisse Minenlöcher so ein bisschen. Also gut, sind wir ganz ehrlich. Teilweise in Alpha 11 war da schon ein bisschen viel. Da konntest du ja kaum gehen, ohne in eine Mine zu fallen. Aber oh, so eins wäre schon ganz nett hier auf der Map. Hm? Nur für Eisen und so. Ja, ich weiß, ich habe einen Zombie. Aber der hat mich... Wenn die uns nichts tun, tun wir denen auch nichts. Das haben wir so abgemacht. Oder haben wir das? Nein. Töten! Volles Gebirge ist optimal für eine Mine, oder nicht? Mann, ey. Hier. Nein.
Aufpassen. Bär? Du und weit und breit kein Baum. Ich bin begeistert. Ein Träumchen. Wir müssen mal raus aus diesem wüstigen Gelände hier. Wieder Wüste. Ah, guck mal, Müll. Ja, nicht mal Holz drin. Wir können ja unterwegs schon mal ein bisschen... Halt, stopp. Erstmal machen wir hier so noch. Was machen wir hier verscrappt? Seht ihr? 4. Voll gut. Das machen wir verscrappt. Oh, das geht jetzt sogar direkt so. Sehr schön. Und Woodplanks. Gib ihm. Hehehe, kein Kopfschuss, aber getroffen. Doppeldamage, das gültet. Alter, interessiert ihn überhaupt nicht. Scheiß Doppeldamage. So. Aber mein Knüppel interessiert dich wahrscheinlich. Was? Moldy Bread, das interessiert mich. Yes, Gunpowder. Wir brauchen Gunpowder, Leute. Nicht vergessen. Haha. Haha. Huch. Doppelhuch. Gibt's ja nicht. Lächerlich. Lächerlich. Diese scheiß Steinpfeile, ne? Man ist doch verhältnismäßig zügig verwöhnt. Von so ein bisschen Eisenpfeil. Brauchen dringend eine Mine, Leute. Oh, brass. So, wo... Ich hab den doch da. Ist der Airdrop, den wir nicht gefunden haben. Großartig. Awesome. Nehmen wir mit, Mathe. Achso, jetzt können wir... Jetzt sind die Taschen wieder voll. Hör mal auf damit. Das ist... Das Fett wieder wegschmeißen. Dann machen wir die restlichen 4 Stöcker weg. Und dann... Machen wir erstmal die Zombie hinten tot. Nicht, dass die uns mal überrascht beim Looten. Ein bisschen spät hat er sich, aber ich habe trotzdem nicht getroffen. Na, was ist los? Alter. Oh, come on. Die sollten alle ihre Köpfe auf der Schulter tragen, dann würde ich immer treffen. Immer. Was soll das? Das wollte ich überhaupt nicht haben. Das wollte ich haben. So. Dann wieder nur ein Platz, ne? Airdrop, geil. Leck mich fett. Leck mich fett. Leck mich fett. So, dann kommt die Dose weg. Gib dit mit, gib dit mit, gib dit mit. Wir brauchen noch die AIDS-Kits hier. Komm, Steine braucht kein Schwein. So. Und das können wir direkt lesen. Geil, wir können Concrete bauen. We can Concrete. Okay, auch wieder gut. Sehr, sehr gut. Entwickelt sich allgemein nicht so übel. Das einzige Problem, was wir immer noch haben, ist, wir können noch kein Leder. Und das bräuchten wir mal für eine Armbrust. Und das zweiteinzige Problem, was wir haben, ist, wir haben halt noch kein Minenloch. Also haben wir keine Materialien, keine Ressourcen. So, hier, das sieht aus, das flackert da im... Yes! Ist das was, wo wir schon waren? Nein, waren wir noch nicht. Gut, dass wir die Taschen voll haben, können wir schön einmal rumrennen und nicht looten. So, wie immer, ihr kennt ja, wir gucken, wir halten erstmal nur Ausschau nach interessanten... Läden und Autos. Weil hier wohnen auch wieder viele Leute. Hier müssten wir wieder anständig... Born and Noble. Perfekt. Perfekt ist immer... was ist denn hier los? What's denn hier los? Wie geil ist das bitte? Working Stiff Tools. Wie geil ist das hier, bitte? Wie geil ist das denn, bitte, hier? Ideen entwickeln sich für zum Bauen, aber dann ist wieder langweilig. Ach, wisst ihr, wenn man da hier so ein... Boah, das wäre bestimmt geil, aber... Ich habe einmal in die Höhe gebaut, auf Stelzen, und das war so furchtbar langweilig, weil die Zombies einfach nicht mehr konnten. Also gar nichts, also... Diejenigen, die einen noch gefunden haben, die kamen nicht so richtig ran. War geil, hat Spaß gemacht zu bauen. Aber, oh, Shamway Foods, okay. Okay, Shamway Foods brauchen wir nicht. Wir brauchen Working Stiff Tools und Born and Noble. Wie machen wir's? Sind wir gehuntet? Nein. Sehr nett.
Huch, da sind ja welche drin. Seid ihr bescheuert alle miteinander? Was macht ihr denn hier drinne? Draußen ist so schönes Wetter, ihr Stubenhocker. Autschi. Oh, ich hab gar keine Ausdauer. Noch nicht mehr so richtig viele Pfeile. Und jetzt kommen die alle. Wo sind meine Woodframes? Hier sind meine Woodframes. Schnell zumachen. Zack, zack. Haha. Ihr könnt mich nicht sehen. Ihr Noobs. So. Wie machen wir's? Wir nehmen diesen Mülleimer. Oh. 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 Wir haben die verdammten Taschen so voll. Hier kommt der Waypoint hin. Wo ist denn zu Hause? Ist nicht so weit weg, ne? Aber jetzt ist auch schon wieder 16 Uhr. Was machen wir denn? Ich bin so unschlüssig. Warte mal, seid ihr noch ganz dicht? Seid ihr noch ganz knusper? Are you very crispy? Lass doch die Tür in Ruhe, Mann. Oh, was? Oh, was? Wo kam der denn? Hör doch auf jetzt. Oh, 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 oh. Wo kam der denn jetzt her? Oh, und stand, und stand, und puh. Warum kümmert sich eigentlich der Bär nicht? Da hinten ist er. Boah, du Typ, ey. Eieiei. Okay, damit ist uns dann die Entscheidung abgenommen worden. Wir gehen nach Hause, müllen aus und dann kommen wir wieder. Oh, aber dann ist auch schon wieder Tag 21. Ah, verdammt. Wollen wir einmal schnell... Wollen wir einmal schnell... Haben wir den Bären getötet? Nein. Oh, Jemini, oh Gott, oh Gott. So. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht am... Oh, nicht, 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 nicht. Mein Leben ist scheiße. Komm, muss der Kaffee weg. Oh, gib mir alle nie auf den Sack. Geh nicht mehr auf den Zünder schon wieder. Nehmen wir ihn ab. Hirsch, sieh zu, dass du Land gewinnst. Hier gibt es keine netten Leute. Warte auf mich. Bei mir kommst du wenigstens in eine Suppe und wirst nicht einfach so in den Mund geschoben. Hier ist ja ganz schön Gebirge, ey. Machen wir einen kleinen Abstecher hier. Alter. Bin nicht sicher, ob das anständig ist hier. Also, ne, wisst schon. Anständig generiert. Das sieht mir doch ein bisschen... Ich meine, cool, auf jeden Fall, aber... Also, das perfekte Plateau da oben, ey. Ach ja... Oh, sind es viele. Ich glaube, wir spielen immer noch auf Low. Fällt mir gerade ein. Ich habe gar nicht so viel Spawn eingestellt. Boah. Gar nicht so viel Spawn eingestellt. Ja, ja, seufzt mal eine Runde. Mir ist auch nicht wohl. So, wir können mal schon mal Woodframes machen, der wir hier lang tournen. Ach, guck mal, haben wir wieder Platz. Können wir zurückgehen, looten. Sollten... was sind so viele Zombies? Das sind mir zu viele Zombies. Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir Tag 21 wenigstens den Anschein einer Mauer haben. Also können ja nicht schon wieder... Oh, da kommt die Horde. Oh, ich bin tot. Naja, jetzt bin ich nackig, hab nichts und muss bis morgen früh warten. Das ist nicht mein Spielstil, Leute. Das ist nicht mein Spielstil. Das Ding ist, man muss dann halt bis morgen früh warten. Also, ne, was willst du denn machen? Also, kannst ja... Wenn du dich nackig der Horde entgegenwirfst, dann kannst du auch gleich mit deinen Schneestiefeln zum Fußballturnier gehen. Also. Oder im Fettsuit zum Limbo tanzen. Oder hier im Fettsuit hier in so einem. Diese, kennt ihr diese Sumo-Ringer-Kostüme? Wo man dann Sumo-Ring miteinander. Total geil. Das macht richtig, richtig Spaß, sage ich euch. Vor allem, wenn man groß und stark ist. Dann ging er einfach hochhebt und dann auf den Boden wirft.
Könnt ihr, die haben ja auch diese Sumo-Windeln an, diese Kostüme. Könnt ihr einfach an der Windel packen, hochheben und seitwärts fallen lassen. GG. Müsst ihr mal machen. Aber gut frühstücken vorher, sonst schafft ihr es nicht. Sag ich euch gleich. Ist mal ein Bacon and Eggs. Wir haben sogar ein bisschen Glück gehabt, ne? Der hat uns gar nicht, wir waren jetzt zwar gestunt, wie bekloppt, die ganze Zeit, den ganzen Tag. Eine Stunde oder so gefühlt. Aber wir haben keine Wellness verloren dabei. Nein, 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 nein. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, phew. Beim Runterfallen ordentlich gegengesteuert. Huch. Apropos ordentlich gegengesteuert. Und dann bricht man sich kein Bein, habe ich gehört. So. Yes. Sehr nett. Very gut. So mag ich meine First Aid Kits am liebsten. Quatsch, First Aid Kits. Wie heißen sie denn? Meine Bandagen. Healing. Hier, Bär, neben dir steht eine Zombie. Mach sie doch tot. Pff, Spacko. Na also. Achso. Macht einfach nur. Wollte einfach nur mal ein Geräusch machen, der Kamerad. Kamerad! Nur jetzt machen können. Aber mir kann kein Ständchen. Keine Probleme. Ja, gut, haben wir das. Dann können wir mal derweil, wir haben nicht so viel Platz. Achso, was ist denn hier los? Haben wir doch Platz. So, mach das. 640 ist mehr als zwei Stacks. Wir machen. Achso, aber wir haben ja dann noch gar keine Woodlocks mehr in der Tasche. Klappt doch, geht sich doch aus. Funktioniert doch. So, schon wieder 20 Uhr. Nix geschafft heute wieder, ne? Die Tage sind einfach zu kurz. Mann, Mann, Mann. Alle hopp. Noch über den Stein drüber geflankt. Und jetzt hier durch den Wald der tausend Nadeln. Zack, zack, zack. Guckt wie ein Panther. Durchs Unterholz. Zack. Alle hopp. Und hier nochmal. Und ich glaube, untouched. Kein Touch ist. Wo bist du denn zu Hause? Jetzt habe ich mich hier von meinem... Ah, da bist du ja. Hell erleuchtet durch die Nacht hat es uns nach Haus gebracht. Das Licht, es führte und es rührte. Aua. Ich hatte keine Ausdauer zum Sprinten. Deshalb ich die Spikes berührt. Der Schmerz ließ mich zusammenfahren. Und jetzt ist Schluss mit dem komischen Gebaren. Keine Ahnung, was. Was wollt ihr eigentlich? Guck mal hier, Gänsehaut, fünf Stück schon. Fünf Stück schon. Wir können jetzt. Oh, jetzt können wir, 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 jetzt können wir Dings machen hier. Wollen wir das mal machen? Wir machen das mal. Ha, seht ihr? Ui, das ist viel. So, wir müssen mal zählen, wie viel wir brauchen. Sluge. Schotgunslug. 2, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, ich muss rausnehmen hier. Hey, Verzeihung. Weil ich ein Trottel bin. Zum Kaputtmachen drückt man nicht auf Craft. So, Shotgun Slug. Ich bin gespannt, wie viel da rauskommt. Show me that. Zing, ein Shotgun Slug. Eins? In Zahlen 1? 150 bis 150 Damage. 1 bis 15 Damage. Das ist viel Schaden, aber es ist 1. Hat nicht irgendwer gesagt, die soll die machen, um die zu benutzen? Also, mit einem Shotgun Slug kommt man nicht so richtig weit. Das ist halt... Warte, lass mich das kurz durchzählen. Ein Slug. Also ein Schuss. Das ist ja gar nichts. Das ist ja... Das ist ja nix. Ist ja einmal schießen. Leute. Dafür habe ich jetzt 5 Schuss von meiner guten Hunting Rifle Muni kaputt gemacht. Also wirklich. Toll, jetzt stink hier. Mit einem Shotgun Slug. Cool. So kommen die Horde. Müssen sich alle nur in Reihenglied aufstellen und dann gibt's aber auf die Fresse.
von meinem Shotguns lag. Ich kreite die alle rum, bis die in einer Reihe stehen und dann zack. 20 auf einen Streichmähen machen wir dann. Ja, muss ja. Bleibt denn. Das waren fünf gute Muni. Fünf! Das wären zwei Tote gewesen. Ja, ihr merkt, ich rechne mein Aiming schon mit rein. So. Oh, was denn hier? Schwupp. Liegt hier vor meiner Nase Holz rum. Ist ja frech. Ganz schön keck. So, und wieder hin. Alle ab. Und weiter bauen. Huch, jetzt hätte ich fast einen falschen Fehler gemacht. Heieiei. So, naja. Immerhin, wir haben den Grundriss fertig. Wir haben die Mauer jetzt angefangen schon. Wir sind auf gar nicht dem schlechtesten Weg, den es hier gibt. Aber ich fürchte, unser Holz wird immer noch vorne und hinten nicht reichen. Wir werden wieder richtig aufs Brett kriegen, sofort sterben. Und dann wieder woanders sein. Ach nee, wir haben jetzt hier unseren Schlafsack auch. Oh, jetzt ist nachts. Hoffentlich lassen mich die Zombies wieder brav hier durcharbeiten. Sonst schaffen wir es nämlich wirklich nicht. Wir müssen morgen tagsüber müssen wir nochmal wieder Holz fällen gehen. Oder vielleicht kommen die jetzt gleich schon wieder um 0 Uhr. Dann sind wir wieder gearscht. Dann sind wir wieder gearscht. Vorsichtshalber werde ich jetzt mal das machen, was mir auch schon geraten wurde. Aber was ich jetzt so, nachdem es passiert ist, nicht für notwendig erachtet hatte. Weil dann war es ja zu spät. Wir machen hier die Treppe kaputt. So. Stellen die Woodframes hin, für wenn wir hoch müssen. Und dann müssen wir die mitnehmen, wenn wir... Wenn wir uns verpieseln wieder. So, hier, Mama. Wo kommt der eine Woodlock her? Na, hör mal! Eieiei, das reicht vorne und hinten. Ich sage euch gleich. So viel kann ich euch gleich sagen. Das Holz ist, Mangelware. So, hier. Was mache ich denn hier? Trage hier Sachen mit mir rum, die will ich gar nicht haben. Und dann wundere ich mich, wenn ich in der Stadt stehe und keinen Waffenladen und keinen Bücherladen looten kann. So. Guck mal, das sieht doch halbwegs noch was aus. Wie schnell der ganze jetzt aber auch voll geworden ist, ne? Haben wir schon, haben wir nicht. Dann müssen wir das hier verscrappen und dann können wir das Scrap alles zusammen lagern. Apropos lagern. Ich würde sagen, wir lagern uns jetzt alle mal im Bettchen. Also ich weiß ja nicht, wie es jetzt bei euch ist gerade. Bei mir ist spät, deswegen gehe ich jetzt ins Bettchen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssli Müsli.